Highspeed Cooking, warum? Ganz einfach. In Kürze muss ich vielleicht antreten bei Ninja Warrior, das soll die Form einigermaßen passen. Fotoshooting haben wir auch. Und da sind wir auf Low Carb. Low Carb heißt, man wird ideenreich. Ideenreich heißt, ich probiere heute einfach mal Fischfrikadellen aus. Warum rede ich so schnell? Ganz einfach, weil ihr eh nicht mehr Zeit habt, mit 2 Minuten einen Film anzugucken. Also Feuer frei. Seelachsfilet, 4 Eier, Haferflocken, nicht zu viel, etwas weniger. Spezialgewürzmischung, eine Zwiebel, die kommt jetzt vorher hier in die Pfanne. Und hier haben wir noch Paprika und Knoblauch. Jetzt 1, 2, 3, 4. So, ein bisschen Chilisalz. Zwiebeln sind schon am dünnsten. Warum dünnsten? Sonst gibt es zu viel Flatulenzen. Kann im Schlafzimmer keiner brauchen. Fisch rein, zack, zack, zack. Und weiter geht's. Ja, wir haben nicht viel Zeit, wir haben nicht viel Zeit. Nee, was ist das von Banause mit dem Quirler? Die Oma hat meine KitchenMate entführt. Meine Kenwood KitchenMate, deswegen etwas Stümbach Mixer. Die braten in Zwiebel rein. So, sieht es aus. Rühren. Und jetzt geht's ab in die Pfanne. Ob es was wird, werden wir sehen. Experimentelles Kochen. Das ist schon mal top. Reinschauen. Wie sie schmecken. Wenn es gut im Kochen ist, man kann direkt probieren. Sehr lecker. Und schmeckt Fisch, nicht nach Fisch, fast nicht nach Fisch, sondern nach Gemüse. Das experimentelle Kochen ist geglückt, geschmackstechnisch tipptopp. Natürlich nichts für Nutella-verseuchte Geschmacksnerven, auch nichts für McDonald's-Gourmet-Geschmacksnerven. Aber wer Natur liebt, wer gerne naturell isst, tipptopp.